stehen jetzt vor der Schokoladenseite des Golf Sports Van. Passt richtig viel rein hinten. Ja. Richtig geräumige Karre. 2 Liter Diesel, 150 PS mit DSG. Hört sich schon sportlich an, ja, für den Sports Van, ja. Wollen wir mal sehen. Marschiert gut nach vorne mit 150 PS. 350 Newtonmeter. Ist kein Rennwagen, aber ordentlich motorisiert. Ja, ja. Und sparsam. Ne? Bis jetzt hat sich die Tachonadel noch nicht bewegt, die Tanknadel. Ja. Wir können das Fahrwerk ja mal auf komfortabel stellen. Das ist nämlich eine richtige Sänfte, glaube ich. Dann wird es noch ein bisschen weicher, ja? Ja. Das müsste auch in der Lenkung zu spüren sein und im Gas. Ja, Gas ist, ja, stimmt. Gas merkt man sofort, ist extrem behäbiger. Ja, ich kann ja noch mal als Vergleich Sporteinstellungen nehmen. Ja, da schaltet er sofort runter. Ja. Das hört man gleich. Ne? Ja. Ja, liegt er auch ganz satt auf der Straße. Ja, fährt sich wie ein normaler Golf eigentlich. Man merkt nur durch die veränderte Sitzposition, dass man halt nicht im normalen Golf sitzt. Ja, und sitzt ein bisschen höher, ne? Ein bisschen, ja, aufrechter, hat ein bisschen mehr Platz über dem Kopf. Gute Rundumsicht, ne? Große Fenster. Ja, Platz hat man ohne Ende. Ne? Über dem Kopf, zur Seite, richtig geräumig. Da hat Mutti auch noch Platz, wenn sie nach dem fünften Kind nicht mehr abgenommen hat. Das kann man denn noch einstellen hier mit dem modernen Infotainment-System. Wirklich erstaunlich ist das Kofferraumvolumen des Golf Sports Van, ne? Passt mehr rein als ein A4 Avant. Vor allem, weil ich die Rückbank auch nach vorne schieben kann. Ich bin mit 2 Metern Körperlänge ein bisschen außer Art geschlagen. Kann also den Sitz nach hinten schieben und so prima sitzen. Ein kleines Tischchen vor der Nase und richtig viel Platz hinten drin.